1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt eiskalt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die es eiskalt erwischt hat. Warum auch immer, wie auch immer. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von sich aus sagen, ich bin eiskalt, ich gehe über Leichen, ich bin völlig rücksichtslos. Und natürlich auch gerne mit Menschen, die um sich herum eiskalte Herzen haben, eiskalte Menschen haben. Und damit vielleicht auch die gewissen Schwierigkeiten dann verbinden. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Margit. Margit ist 39 Jahre alt. Hallo Margit. Hallo? Margit schweigt. Ich höre... Hallo? Ja, da ist sie. Margit. Margit hört mich aber nicht. Margit, hallo. Machen wir jetzt. Ich weiß nicht, wann ich dran bin, ne? Ja. Ah, hallo. Margit. Ja. Ja, jetzt bist du dran. Jetzt haben wir uns gefunden. So. Ja, also ich wollte dir vielleicht einen positiven Beitrag bringen. Ich habe gestern ganz emotional mitverfolgt, was da abgelaufen ist gestern Abend. Mhm. Und dachte, beim Thema eiskalt sieht es vielleicht heute genauso aus und wollte doch zu Beginn etwas Positives bringen. Das ich ist war doch nämlich schön. Vergangenes Jahr in Grönland. Nein. Ja. Zu welcher Jahreszeit? Im Sommer. Im Sommer, da ist da aber dann auch noch Winter irgendwie, ne? Ja, so haben eigentlich alle gedacht, die uns für verrückt erklärt haben. Aber es ist etwa 12 bis 14 Grad da im Sommer. Es ist wirklich nicht so kalt, wie Doch, man denkt. So warm. Also kein Frost, kein Schnee und aber Eis gibt es schon, oder ja. Wie? Ja, wir waren von haushohen, sagen wir häuserzeilenhohen Bergen aus Eis umgeben. Und wir haben in einem Metallhiglu übernachtet, direkt in einer Bucht und wurden morgens schon gleich mit Eisbergen vor der Nase begrüßt. Aha. Und also man kann schon sagen, dass es kühl ist und ruppig und rau, das Klima. Aber man hatte teilweise auch morgens wirklich noch Schnee und mittags war Sommer. Also so alle Jahreszeiten an einem Tag. War das so eine Kreuzfahrt? Nein. Nein, ihr seid direkt nach Grönland geflogen und dann in den Iglo hinein. Ja, ganz genau. Ja. Also das war, eigentlich ist es aus einer Schnapsidee heraus entstanden. Ich meine, wir haben ja alle geschwitzt den Sommer vorher. Ja. Und dann habe ich dann immer zu allen Bekannten gesagt, naja, das ist nicht auszuhalten. Nächstes Jahr im Sommer fahre ich nach Grönland. Wenn hier 40 Grad sind, dann will ich in Grönland sein. Ja, genau. Was macht man denn in Grönland so den ganzen Tag über? Ja, also die Orte befinden sich eigentlich alle am Rand, an der Küste. Man hat uns erklärt, Grönland muss man sich vorstellen wie eine Badewanne, die mit Eis gefüllt ist. Mhm. Also innen drin ist wirklich nur Eis und man kann nur am Rand leben. Mhm. Und man kann wirklich eine Kreuzfahrt machen, so wie du gesagt hast. Also man schippert dann von Küstenort zu Küstenort. Mhm. Aber hauptsächlich kann man wirklich Eisberge anschauen auf dem Seeweg oder manche fliegen auch drüber für sehr, sehr teuer Geld. Aber einfach Natur genießen. Also aber man kann sich winzig vor. Aber, das glaube ich. Aber es gibt ja auch Festland, ne? Ja. Kann man da wandern? Ja. Das kann man. Könnte man auch, ja. Gibt es da viele Touristen oder wart ihr ziemlich allein und einsam? Nee, also ich war auch sehr erstaunt. Also ich habe die Reise selbst per Internet recherchiert und dann gebucht und war sehr erstaunt, dass es also im Jahr ungefähr 20.000 Touristen da gibt. Sag bloß. Ja. Und diese Orte, die da sind das so kleine Ortschaften, wie man sie sich vorstellt, mit Holzhäusern? Richtig, kann man da, gibt es auch Restaurants, wo man was essen kann? Ja, ganz genau. Ja. Also es ist, ich hätte es mir noch ursprünglicher vorgestellt. Wir waren auch mit dem Boot in Nachbarörtchen, die noch kleiner waren und waren auch bei Leuten drin, also wo man mal sehen könnte, wie lebt der Inuit heute, weil Eskimo darf man ja nicht sagen. Oh, das heißt ja Rohfleischfresser und aus den Zeiten sind wir ja raus. Aber wir konnten also sehen, dass sie wirklich einen hohen europäischen Standard schon haben. Margit, ich unterbreche dich mal eben. Ich höre gerade, dass wir ein heftiges Tonproblem haben. Oh. Im Fernsehen hört man leider dich nicht, sondern nur mich. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr misslich. Ja. Ich hoffe, dass das gleich behoben wird. Ihr lieben Fernsehzuschauer, ich spreche gerade mit der sehr netten Margit. Die erzählt mir nämlich, dass sie Urlaub in Grönland gemacht hat. Ja, eine sehr pfiffige Überlegung zu unserem Thema eiskalt.
Aber das kann ich jetzt nicht alles wiederholen, was wir hoffen, dass sich das jetzt irgendwie ergibt. Ja. Sag mal, im Sommer in Grönland, das bedeutet auch ewiges Tageslicht, ne? Ja, ja, das ist richtig. Geht die Sonne nicht unter im Sommer, ne? Richtig, ja. Und wir haben auch gefragt, wie lange ist denn das Licht weg? Und es ist also ungefähr ein halbes Jahr, kann man sagen, oder ja, vielleicht so ein Dritteljahr, dass man sagt, da ist absolut dunkel. Und die Kinder gehen also dann, sogar wenn das Licht 24 Stunden da an ist, sag ich mal, nachts um zwei auf die Straße und spielen Fußball. Ach so. Weil sie einfach sagen, wir müssen jede Minute des Lichtes nutzen. Nicht tanken. Ja, richtig tanken. Wie ist der Grönländer an sich? Was ist das für ein Typ von Mensch? Wie sind die? Ich sag mal Eskimos. Ist klar. Ruhig, sehr ruhig. Wir haben ja natürlich in unserem Iglu welche kennengelernt. Das war angeschlossen an ein Hotel. Sehr zurückhaltend. Ja, es läuft politisch ja unter dänischer Flagge, auch wenn es mittlerweile eigenständig ist. Aber ich glaube, man hat immer noch so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe. Das kam mir so rüber. Und das hat eigentlich der Grönländer gar nicht notwendig. Ja, ja. Die leben im Prinzip vom Fischfang und ja nur vom Fischfang. Ne? Ja, es gibt keine Industrie dort, ne? Nein, ja, höchstens eine Schrimpfabrik war da. Sowas, ja. Das war es auch schon. Aber da muss doch die Luft fantastisch da sein, ne? Also das war genau das, was ich gesagt habe. Und das Wasser. Du machst den Wasserhahn auf und trinkst Gletscherwasser, was 3000 Jahre alt ist. Und natürlich, da war die Welt noch in Ordnung, wie man so schön sagt. Ja. Und es ist pur, rein, sauberer geht's nicht. Aber man kann natürlich nicht ins Meer gehen, weil das viel zu kalt ist. Ne? Das geht nicht. Wie lange wart ihr da? 14 Tage. 14 Tage. Ist das so eine Reise, die dich so beeindruckt hat, dass du sagst, da will ich nochmal hin? Ja. 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 Eindeutig. Würdest du auch, könntest du dir vorstellen, auch im Winter dorthin zu fahren? Nein. Also es war vor 2 Tagen, glaube ich, ein Bericht im ZDF über Grönland, wo es hieß, dass es eine sehr hohe Selbstmordrate, gerade bei Jugendlichen in Grönland gibt, weil die einfach, sie haben außer Fischfang und eben ihrem kargen Leben nicht sehr viel. Und dann nicht mal Sonne, ne? Ja, richtig. Und dann nicht mal Sonne. Und man weiß ja, dass, glaube ich, Licht auch ganz gut bei Depressionen hilft. Und ich glaube, dass da was dran ist. Nee, also im Winter wäre vielleicht mal interessant, aber nicht für lange Zeit. Wobei das im Winter wahrscheinlich auch irre kalt sein wird da, ne? Ja. Da werden die Temperaturen bestimmt 30, 40 Grad minus sein. Ne? Auf alle Fälle, ja. Ja, aber interessant. Ist das eine teure Reise gewesen wahrscheinlich? Ist es in der Tat. Mhm. Und ich war vor Jahren mal auf Island, da hieß es im Reisebüro schon, was Teureres hätten sie nicht, sich nicht aussuchen können. Aber wenn man es selber eben per Internet bucht und so weiter, dass es halt keine Zwischenhändler gibt, dann geht es noch. Aber ich habe dann versucht, das war vielleicht noch eine ganz witzige Idee, per Homepage, die ich dann jeden Tag per Handy Dateien übertragen habe, viele Leute mitreisen zu lassen. Ach so. Ja, ich habe dann eine Grönland-Homepage gemacht und jeden Tag eben per Handyübertragung Dateien und Bilder rübergespielt, sodass dann zu Hause die Leute saßen und da sind, ich weiß nicht, wie viele Leute mitgereist auf diese Art. Und das hat das Ganze verbilligt da wieder, oder wie? Nö, aber dann so konnten viele mehr Leute daran teilhaben. Verstehe, interessant. Ja, also die Margit, ein Grönland-Fan. Ja. Ne, würde mich auch sehr interessieren, mal dorthin zu fahren. Schön, dass du angerufen hast und uns ein bisschen berichtet hast von Grönland. Okay, vielen Dank und eine schöne Sendung. Dankeschön, Margit. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass unsere Tonprobleme beseitigt sind. Sie sind noch nicht beseitigt, ihr Lieben. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist die Tücke der Technik. Dann machen wir mal weiter mit Sebastian. Sebastian ist 20. Hallo, Sebastian. Ja, schönen guten Abend. Ja, guten Morgen. Ja, oder guten Morgen. Jetzt klinge ich auch, ich höre mich sehr als Hall im Hintergrund. Eigentlich ist der Ton aus am Fernsehen. Ja, da kannst du, das ist irgendwas anderes. Irgendwas stimmt bei uns nicht. Aber wir fangen trotzdem mal an zu reden. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir um meine Ex-Freundin und deren Eltern. Ja. Also die haben mich richtig abgezockt, also richtig eiskalt. Und das war so, als ich damals Probleme mit meiner Mutter hatte, also ich wohne noch zu Hause, zu dem Zeitpunkt wohnte ich dann noch zu Hause, haben mich dann halt die Eltern von meiner Freundin aufgenommen, für einen Monat ungefähr. Mhm. Warum? Warum ich Probleme hatte, oder? Ja, du wohntest zu Hause und dann haben dich die Eltern deiner Freundin aufgenommen. Warum wolltest du weg von zu Hause? Ja, einfach halt mit der Mutter nicht mehr klargekommen. Mit deiner Mutter? Ja, mit meiner Mutter, ja. Und dann haben halt die Eltern gesagt, gut, kein Problem, kommst du mal zu uns für einen Monat, brauchst dir keine Sorgen machen um irgendwelche Kosten. Mhm. Ja, und nach einem guten Monat habe ich mich dann halt mit meiner Freundin entschlossen, eine eigene Wohnung zu nehmen. Ja. Hat auch erst gut geklappt.
Ja, und das ging dann halt ein paar Monate gut. Und dann halt im großen Streit haben wir uns dann getrennt. Und da ich die ganze Wohnung bezahlt hatte, also sie hatte ein paar finanzielle Probleme und ich habe dann halt Küche, Bad, Wohnzimmer, alles bezahlt, hatte sie wohl Angst gehabt, weil ich sagte, dass ich am nächsten Tag die ganze Wohnung leer räume. Hat sie dann halt morgens ihren Vater geschickt und hat mich halt, also haben sie mich halt gemeinsam aus der Wohnung rausgeschmissen, weil ich hatte nicht mit, ich hatte den Vertrag nicht unterschrieben, also ich war auch nicht da gemeldet. Und die haben zu mir gesagt, wenn du deine Sachen wieder haben willst, musst du 440 Euro auf den Tisch legen. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du sehr viel Geld da investiert hast in die Wohnung. Ja, natürlich. Nur. Und warum warst du nicht gemeldet und warum warst du nicht in den Vertrag? Ja, also der den Vertrag hat der Vater schon vorher abgeschlossen gehabt von der meiner Freundin da. Und wir wollten auch nicht auf Dauer da wohnen bleiben. Also das war halt nur so ein Apartment und halt übergangsmäßig. So, und dann hat er dir quasi die Pistole auf die Brust gesetzt? Richtig, ja. Und hat dann halt gesagt, Sachen, also anziehen, da war halt morgens, anziehen und raus. Und ich konnte halt nicht meine Sachen mitnehmen. Ja. Ist klar, ein ganzer Haushalt und ja, da hieß es dann, zahl erstmal deine Schulden, dann triffst du deine Sachen. Ja. Und die Schulden hattest du bei den Eltern? Ja, ja, das war halt, haben sie mir dann auf einmal angerechnet, den Monat Vollpension, den ich da, also wo ich Achso, du hattest eigentlich gar keine Schulden bei denen? Eigentlich nicht, also im Nachhinein ging das erst. Also erst haben die gesagt, für lau kannst du hier dann wohnen und dann... Also du hast dir nie Geld von denen geliehen? Nein, nie. Nein. Wir haben das nur angerechnet, weil du bei denen gewohnt hast. So, ja, und das ist ja das Erste. So, und dann, als ich damals von zu Hause ausgezogen bin, habe ich meine Katze mitgenommen. Und die Katze hat da bei dem, also bei den Eltern zu Hause den Holztisch kaputt gemacht. Und den haben sie dann gleich auch noch mit auf Rechnung gesetzt. Also nochmal 150 Euro. Das heißt, wie ist die ganze Sache nun endgültig ausgegangen? Ich habe dann halt einen Tag später das Geld auf den Tisch gelegt und habe dann halt meine Sachen da rausgeholt. Also ich habe mit einem Anwalt telefoniert gehabt. Ja. Chancen hatte ich da keine, weil ich hatte einfach keine Beweise dafür, dass es meine Sachen sind. Eiskalt abgezockt. Ja, also... Und nie wieder was gehört von den Leuten? Ja, doch, also ein bisschen was. Die haben mich ja noch gefragt, weil die halt noch meine Katze jetzt noch haben. Wenn ich die auch noch haben möchte, muss ich 600 Euro auf den Tisch blättern nochmal. Also. Ach, die haben, deine Katze war noch bei den. Bei den Eltern. Das hieß eigentlich erst, wo ich das Geld auf den Tisch gelegt habe für die Möbel, gibt es die Katze mit dabei. Ja. Und haben sich wohl doch anders entschieden und meinten, das kostet dann nochmal 600. Das wäre krass. Und die Katze hatte ich 10 Jahre, ne? Und das ist, man hängt ja auch so da dran, ne? Und hast du nochmal draufgelegt? Nee, auf keinen Fall. Also so viel Geld habe ich dann natürlich dann auch nicht. Also die Katze ist dann bei denen geblieben? Die Katze ist heute noch da, ja. Oh, was sind das denn für Leute? Ja, das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Also ich kenne die Leute auch schon ein bisschen länger. Also ich war mit der ein bisschen länger zusammen. Und ich habe mich eigentlich immer gut mit denen verstanden. Und dann haben sie sich mit mal um 180 Grad gedreht. Halt, und ne? Deine Freundin, was hatte die für eine Position? Hat die sich auf die Seite der Eltern geschlagen? Ja, immer, sie sagte, sie steht zwischen den Stühlen, also mal zu mir, mal zu ihren Eltern. Sie hat erst gesagt, dass sie es auch nicht in Ordnung findet. Ja. Tja, dumm gelaufen, ne? Aber wirklich. Und dann stand sie im Endeffekt doch dann halt zu und dann eiskalt ihren Eltern. Abgezogen, wirklich. Ja. Jetzt machen wir Schluss, weil mich dieser Hall völlig irritiert, den du nicht hörst, aber ich höre mich ständig völlig verhallt auf dem Kopfhörer. Ja gut. Heute ist der Wurm drin. Danke, dass du angerufen hast, Sebastian. Jo, kein Problem. Mach's gut, tschüss. Diese Veranstaltung ist natürlich etwas absurd jetzt. Wir machen ja eine Telefon-Talkshow fürs Fernsehen unter anderem. Aber im Fernsehen kann man meine Anrufe nicht hören. Könnte ich eigentlich gleich nach Hause gehen. Wir haben leider Tonprobleme, lese ich da. Tja, ob wir die jetzt noch beseitigen können, weiß ich nicht. Machen wir weiter mal mit Ellen. Und Ellen ist 54 Jahre alt. Hallo Ellen. Hallo Ellen. Ja, hier bin ich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte mal zu dem Thema sagen, meine Beziehung ist eiskalt. Deine Beziehung ist eiskalt? Ja. Unser Thema heißt ja auch eiskalt heute Abend. Inwiefern ist deine Beziehung eiskalt? Also ich bin mit einem Mann zusammen, der seit 3 Jahren und wohne 3 Jahre mit ihm zusammen. Und ich merke also immer, da wir den gleichen PC benutzen, dass er, wenn ich arbeite auswärts, und er ist heute nicht da, deshalb passt das so günstig,
dass er sich im Internet pornografische Bilder anschaut, mhm, und bei uns spielt sich sexuell ja gar nichts ab. Seit wann schon nicht mehr? Seit anderthalb Jahren. Jetzt muss ich dich bitten, guckst du, siehst du mich im Fernsehen? Ja. Aber ich höre mich selbst gerade im Hintergrund, also haben wir ja keine Tonprobleme. Moment. Machst du mal? Moment, muss ich mal hören, ob ich dich höre im Fernsehen. Ja, ich habe mich selbst gerade gehört. Ja, der Ton ist da. Der Ton ist da im Fernsehen. Ah ja, man hört nur mich und nicht den Anrufer, das war's. Kannst du das bitte ganz runterdrehen, dann ist es besser zu sprechen. Genauso hatte ich es ja gerade auch gesagt. Ja, okay. So, du hast gesagt, im Bett bei euch läuft auch nicht so viel mehr. Nein. Oder gar nichts mehr. Wie lange schon nicht mehr? Also ich, das hat sich abgezeichnet seit anderthalb Jahren. Mhm. Und ich hatte jetzt eine Hüftoperation und da sagt er, will mich schonen. Da war er jetzt natürlich sehr rührig. Mhm. Aber sonst so zwischenmenschlich läuft dann gar nichts mehr. Und ich überlege ernsthaft, ob ich mich nicht von ihm trenne. Hast du ihn denn mal darauf angesprochen, auf diese Internetgeschichten? Ja, habe ich. Und? Und er weiß nicht, warum er das macht und entschuldigt sich jedes Mal und sagt, er will es nicht wieder tun. Und ich fühle mich total gekränkt dadurch. Mhm. Wie alt ist er? Genauso alt wie ich. 54? Ja. Und er antwortet dir, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ja, genau. Das ist ja auch schon ein Witz wieder für sich. Ja. Aber hallo. Mhm. Ja. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist denn, wenn du sagst, die Beziehung ist eiskalt, ja, das hört sich ja dann ja auch wirklich so an, als wäre da in Sachen ja, Zuneigung, Liebe auch nichts mehr. Richtig, genau so ist es. So ist es. Ja, genau. Definitiv von deiner Seite aus sagst du, ich liebe dir nicht mehr. Ich schwanke hin und her. Also er kann, zum Beispiel jetzt, als ich krank war, hat er sich um mich gekümmert. Mhm. Aber auf der anderen Seite, so mit Schmusen und diese Dinge, ist er sehr auf Distanz. Okay, also sich um jemanden kümmern, das kann auch die Nachbarin machen. Ja. Das ist noch kein Indiz dafür, dass man jemanden liebt. Ne? Das ist schon fast normal und selbstverständlich, dass man jemandem hilft, wenn man mit jemandem zusammen ist. Er redet sich auch immer aus, dass es sexuell nicht kann. Er muss wegen einer Krankheit für den Kreislauf Tabletten nehmen und sagt, die würden sich sehr stark auf diese Stimulation auswirken. Das ist seine Ausrede. Mhm. Aber das Interesse reicht dann doch immer noch für die Pornos. Tja, ne? Da reicht es. Was machst du denn während der Pornos? Onaniert er da? Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht dabei. Ja, wäre ja mal eine interessante Frage, ne? Mhm. Wobei, ich habe ihn schon danach gefragt, aber er weicht mir aus. Wobei, letztendlich ist die Frage auch unwichtig. Wichtig war gerade deine Antwort, als du über deine Gefühle von ihm und über ihn gesprochen hast. Mhm. Jetzt frage ich mich, Ellen, warum du überhaupt da noch bei ihm bist. Tja. Warum? Ich wollte es mir nur mal von einem Mann bestätigen, ob ich in meiner Überlegung falsch liege. Nee, finde ich nicht. Ich finde, dass du genau richtig liegst. Das ist so glasklar. Es gibt ja manchmal Fälle, die viel komplizierter sind. Mhm. Aber du hast dich so eindeutig geäußert, dass ich aber auch nicht den Ansatz sehen würde, dir zuzureden, bleib bei ihm. Ich würde nicht mal dir sagen, geh zu einer Paarberatung. Weil was wollt ihr bei einer Paarberatung, wenn du sagst, ich liebe den eigentlich nicht mehr? Ich habe ihm schon geraten, er möge doch mal zum Arzt gehen und mal sich mit dem Arzt unterhalten, ob es irgendwelche Mittel gibt oder so, aber das lehnt er auch konsequent ab. Mittel gegen was? Ja, dass er sich sexuell wieder, dass der Kreislauf wieder in Schwung kommt oder wie auch immer, ja, aber ich denke, das ist alles nur Ausrede. Ja, und ich finde, entscheidend ist dein Gefühl zu ihm. Mhm. Und wenn du so sagst, wie du es mir gerade gesagt hast, dass eigentlich die Nähe, die Innigkeit, die Vertrautheit und eben die Liebesverbindung nicht mehr existiert, dann muss man gehen. Mhm. Und ich meine, so lange seid ihr ja noch gar nicht jetzt. Nein. Es geht ja noch. Nein. Und ich habe zwar immer gehofft, dass er das sein lässt, aber ich glaube, er bringt es nicht, dass er das ganz... Aber weißt du, selbst wenn er das, du klammerst dich ja so ein bisschen fest an diese Internetgeschichte, selbst wenn er das sein lassen würde, ändert das ja noch nichts an deinem Gefühl zu ihm. Das ist wahr. Nur dein Gefühl, nur darum geht es. Nur darum geht es. Mhm. Also meine Einschätzung von außen jetzt wirklich ganz klar, Trennung, ganz klar. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Gut.
Danke. Alles Gute. Danke für die Überlegung. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Morgen. Ja, Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, ich erzähle euch mal, da man mich ja hört, kann ich ja ein bisschen erzählen. Das ist ja dann vielleicht auch ganz, ganz okay. Also jetzt erzähle ich euch erstmal, was wir Samstag machen. Samstag habe ich Promi-Besuch und Samstag ist der ZDF-Nachrichten-Star-Journalist Klaus Kleber bei mir. Und wenn ihr gerne mit Herrn Kleber auch das eine oder das andere sprechen wollt, ihn fragen wollt, vielleicht mit ihm über Amerika sprechen möchte, der war ja ganz lange in Amerika und eine Weile auch in London, dann mailt uns doch unter domian@wdr.de oder meldet euch eine Stunde vor der Sendung. Die Sendung beginnt am Samstag um 11:45 im WDR-Fernsehen. Klaus Kleber, mein prominenter Gast am Samstag. Uli, eine absurde Sendung ist das heute, wenn ihr meine Anrufer nicht hört im Fernsehen. Uli 38, hallo. Hallihallo. Hallo. Um was geht's bei dir zum Thema eiskalt? Ja, zum Thema eiskalt. Als ich das gehört habe, schoss mir direkt ein Gedanke durch den Kopf. Und zwar mein Vater, als er verstorben war. Mhm. Es gibt eine kleine Vorgeschichte. Mein Vater war an Krebs erkrankt. Wir haben ihn bis in den Tod begleitet. Mhm. Er hatte am Schluss eine Morphinbehandlung bekommen. Und, also eine hochdosierte Schmerzbehandlung? Ne? Ja, genau. Mhm. Und dann ist er friedlich eingeschlafen. Wir waren alle bei ihm mit der kompletten Familie. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? Das ist 1992 gewesen. Ja. Also schon einige Zeit. Ja. Ja, er war friedlich eingeschlafen. Er war also verstorben. Man hat ihn nochmal angefasst und auch Abschied genommen. Und dann war es aber der letzte Wunsch meines Vaters, dass er noch einmal nach Hause kommt vom Krankenhaus. Er ist im Krankenhaus gestorben. Mhm. Und er sollte noch einmal nach Hause kommen. Und dort sollte noch mal Abschied genommen werden von den Verwandten und Bekannten. Das war sein Wunsch? Das war sein Wunsch. Das war sein Wunsch. Er hat gesagt, wenn ich versterbe, möchte ich als toter Mensch noch mal nach Hause kommen, in meine Wohnung. Richtig. Damit die anderen Abschied nehmen können von genau. mir. Genau. In einer Atmosphäre, die einfach privater ist und angenehmer. Wie alt ist dein Vater geworden? 65. Ja. Mhm. Und das war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, auch im Zusammenhang mit dem Bestatter, der dann dies auch möglich machte. Mhm. Und wir haben ihn dann zu Hause, haben wir dann im Wohnzimmer ein bisschen Platz gemacht. Und dann wurde er gebracht. Er wurde in einen Sarg gebracht? In einen Sarg gebracht, allerdings aus dem Krankenhaus. Ja. Dort war er ja schon zwei Tage, glaube ich, lag er dort schon tot. Mhm. Und war dementsprechend in einer Leichenhalle wohl untergebracht, in einem Kühlraum. Mhm. Kurze Zwischenfrage, warum ist er nicht sofort da nach Hause gekommen? Warum lag er noch zwei Tage in dem Kühlraum? Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, ob es ein Tag war oder zwei. Mhm. Er ist ja verstorben und dann ist das wohl, gibt das so sein Prozedere, dass das erstmal in den Keller geht. Mhm. Und bis der Bestatter dann soweit war und ihn hat bringen können, war es dann also noch bis, genau, dann vergehen ja immer 3-4 Tage bis zur Bestattung. Ja. Ja, und innerhalb dieser Zeit ist er halt dann nochmal nach Hause gebracht worden. Ins Wohnzimmer? Ins Wohnzimmer. Mhm. Der war dann auch schon fertig gemacht worden von dem Bestatter, von der Kleidung her und so weiter. Und wir haben ihn aber dann nochmal hergerichtet für die Bekannten. Man legt ja dann die Hände so übereinander, und sodass der Leichnam auch dann entsprechend aussieht. So, und in diesem Zusammenhang, als wir meinen Vater da fertig gemacht haben, habe ich ihn halt auch wieder angefasst. Ja. Und da war er natürlich eiskalt. Eiskalt, ja. Und ich habe mich natürlich unheimlich erschrocken in dieser Situation. Mhm. Und habe aber dann also zwei Erfahrungen in einem gemacht und das war sehr merkwürdig. Zum einen dieses Erschrecken, dass der so kalt ist, also unglaublich kalt war das für mich. Wo hast du ihn angefasst? An den Händen? An den Händen und am Hals. Mhm. Wir haben ihn das Hemd nochmal richtig gerichtet und so weiter und an den Wangen und so. Mhm. Und das war für mich eine Kälte, also so was Kaltes habe ich in meinem Leben noch nicht angefasst. Mhm. Diese Erfahrung habe ich einfach gemacht. Ja. Also unabhängig von der Temperatur, das war für mich absolut eiskalt. Ja.
Also der Mensch an sich erkaltet ja, wenn er stirbt. Richtig. Und wahrscheinlich war er komplett durchgekühlt durch diese Kühlbox, in die die verstorbenen Menschen in den Krankenhäusern kommen. Exakt. Ne? Vermutlich, exakt. Ja. Mhm. Ja, exakt. Ja. Aber die zweite Erfahrung, die ich gleichzeitig gemacht habe, also innerhalb dieser selben Situation, war aber auch, dass für mich es eher zu begreifen war, dass dieser Mensch jetzt tot ist und nicht mehr zu meinem Leben gehört. Mhm. Und beziehungsweise die Hülle ist tot, ja. Mhm. Also das muss man halt einfach begreifen. Das heißt, dass dein im Krankenhaus, übrigens lese ich gerade, dass es wieder funktioniert und dass man uns jetzt auch wieder hört im Fernsehen, das ist sehr schön. Also die Tatsache, dass du euren Vater nochmal, der im Krankenhaus verstorben ist, wieder nach Hause geholt habt, dass er doch da lag und du auch seinen eiskalten Körper noch mal berühren konntest, war für dich insofern sehr wichtig, dass du noch mal wirklich auch Abschied nehmen konntest von ihm? Nicht mal so sehr Abschied nehmen, sondern einfach auch die Distanz zu bekommen, weil man einfach merkt, das ist nicht mehr der Mensch, der mal zu dir gehört hat, der mal... Die Endgültigkeit zu begreifen, dass es zu Ende ist. Exakt. Ja. Exakt. Was es nochmal unterstützt hat, dass er auch eine Seebestattung bekommen hat, also dass er sehr weit rausgefahren worden ist, hinter den Horizont. Ne, das sind auch so Momente, wo man dann nochmal begreift. Aber diese Situation war wirklich sehr bedeutsam, dass man einfach, also ich meine, das kann nicht jeder. Glaubst du, dass es für deinen Trauerprozess auch sehr wichtig war? Absolut. Absolut. Also wie ich das eben schon andeutete, da kann wahrscheinlich nicht jeder mit umgehen. Aber für mich war das eine ganz entscheidende Erfahrung, zumal es auch der erste tote Mensch in meinem Leben war, den ich überhaupt gesehen habe. Aber der Tod im Angesicht war nicht so schlimm. Aber die Kälte, die dieser Körper hatte, das war schon sehr eminent von der Erfahrung her. Ich glaube ja auch, dass das ganz wichtig ist, dass man auch so von Angesicht zu Angesicht dem Toten gegenüber auch sich verabschiedet. Das hat ja in fast allen Kulturen eine Tradition, eine uralte Tradition. Ja, ja. Nur in unserer westlichen Welt passiert es immer mehr und immer öfter, dass die verstorbenen Menschen ganz schnell weggepackt werden in den Sarg und man will da gar nichts mehr mit zu tun haben. Ja, bloß nicht sehen, bloß nicht anfassen und ja, weg. Das hat aber mittlerweile auch, oder zum großen Teil auch formale Gründe. Da hatte der Bestatter auch zunächst mal ein Problem mit. Er sagte, ich mache das zwar, aber eigentlich darf ich es nicht. Ja, also diesen Leichnam nach Hause bringen. Er hat es dann auf irgendeinem Transport, auf irgendeinem Weg, hat das dann doch bewerkstelligt. Ach so, das ist gar nicht gesetzlich erlaubt. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt wohl formale Gründe, die dagegen sprechen. Ich weiß, dass es gesetzliche Bestimmungen gibt, wie lange man einen toten Menschen zu Hause aufbewahren, noch behalten darf. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber da gibt es klare Regeln. Vielleicht gehört es auch zu den Regeln, dass man jemanden, der woanders verstorben ist, nicht nochmal in das Haus zurückbringen darf, in dem er gewohnt hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das kann gut sein, ja. Ja, das ist dir jetzt eingefallen zu unserem Thema, eiskalt. Ja. Der eiskalte Vater. Ja, so eiskalt war er nicht, aber in dem Moment schon, natürlich. Ja. Sag mir doch noch ein Wort, du sagst, es gab eine Seebestattung. Ist er vorher eingeäschert worden? Ja. Und dann wurde die, ist das dann eine Urne, wie man das kennt? Wird die dann im Meer versenkt oder wird die Asche auf das Meer hinausgestreut oder wie geht das? Nein, die Urne sieht so aus wie manche andere Urne, ist aber ein Salzgestein wohl, das sich innerhalb von 3 Stunden in der See auflöst. Ach so. Und dann wird die Asche dann natürlich auch mit den Meeresströmungen verstreut. Vermischt dann alles. Vermischt, ja. Das ist also, da bleibt nichts zurück. Es ist nur so, dass es in der See Friedhöfe gibt, also bestimmte Gebiete. Bestimmte Gebiete, die auch von Frachtern nicht durchfahren werden dürfen. Das sind also tatsächlich richtige Ruhestätten. Wie war das für dich und für die Angehörigen, eben nicht diesen Ort Friedhof zu haben, wo man hingehen kann, wo man Blumen hinlegen kann, sondern er war dann weg, er war im Meer? Also für mich war das rundum, also ich habe die Großeltern schon zu Grabe getragen und in der Situation fand ich das alles sehr harmonisch. Ja, auch diese
dieser Gedanke, den mein Vater hatte, also es waren alles seine Wunschvorstellungen auch, ne? Und die haben wir auch alle umgesetzt, ja, dass er sagt, wenn, dann geht der Tote von den Lebenden weg, ja, und nicht umgekehrt. Ja. Also das sind, also wenn eine Bestattungsstätte so weit weg ist, draußen im Meer, so, also hinter dem Horizont, man fährt ja mit dem Schiff raus, ohne dass man das Land, wenn man zurückschaut, noch sieht. Ja. Und dann hinterlässt man dort die Urne und fährt dann wieder zurück und steht am Ufer, schaut aufs Meer hinaus und irgendwo da draußen ist er jetzt. Also man begreift ganz, ganz schnell, der ist jetzt fort, der ist nicht mehr da. Ja. Also und du vermisst diesen Ort nicht, zu dem man gehen kann und Blumen. Nein, das ich nicht. Persönlich nicht. Es gibt meine Brüder, die haben wohl ein Problem damit. Also wir reden da nicht wirklich drüber, aber also ich kenne eine Aussage meines Bruders, der sagte, ich hätte ganz gerne mal ein Grab gehabt. Jetzt. Ist es denn so, wenn du jetzt heute, das ist ja schon alles sehr lange her, 1992 sagst du, wenn du danach irgendwo mal wieder ans Meer gekommen bist, ist sofort die Assoziation, das ist das Grab meines Vaters? Nee, also nicht das Grab meines Vaters, aber man kommt ans Nachdenken. Ne? Man denkt an ihn, das ist gar keine Frage. Aber ich denke nicht ans Grab, weil das Grab ist im Grunde eine Momentaufnahme in dem Werdegang des Lebens des Verstorbenen. Ja? Das spiegelt ja nie die Lebenssituation. Ja, das ist, wenn man am Grab steht, so geht mir das, dann steht man immer nur dort und hat sehr oft den Gedanken an die Beerdigung. Also ich finde am Grab nicht wirklich diese Assoziation zum lebenden Menschen, sondern immer die Beerdigung. Zum Ende des Lebens. Das immer ja. Das Ende, genau. Ja. Lieber Uli, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir auch. Ja. Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Abend heißt Eiskalt. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr vielleicht mal eiskalt erwischt worden seid von etwas Gutem oder von etwas Schlechtem. Vielleicht auch mit Menschen, die von sich aus sagen, ich habe ein kaltes Herz, ich bin eiskalt. Oder mit Menschen, die sagen, an meiner Seite ist jemand, der ist eiskalt. Oder in meiner Umgebung war oder ist jemand, der ist gnadenlos, der ist eiskalt. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und hier ist Bernd und Bernd ist 23 Jahre alt. Hallo Bernd. Ja, hi Jürgen, grüß dich. Ja, es geht um meinen Vater, der ist quasi auch eiskalt. Zwar auf eine andere Art und Weise, gefühlstechnisch voll und ganz. Muss ich eine kleine Anekdote vorweg erzählen. Meine Eltern sind jetzt halt seit einem Jahr geschieden. Ja. Meine Mama wohnt mit meinem kleinen Bruder zusammen, der ist 9. So, und mein Paar, der war dann halt noch irgendwie in meinem ehemaligen Elternhaus, das wurde mittlerweile versteigert. In diesem Elternhaus hat 3 Monate noch unser Familienhund, der war 12 Jahre alt, ein Schäferhund, 3 Monate dahin vegetiert. Wirklich, Wie, alleine? Alleine, vollkommen alleine. Nachbarn hatten sich auch schon beschwert. Wie gesagt, ich bin mit 16 zu Hause raus. Ja, ziemlich eigenständiges Leben, so, ich bin halt auch der Älteste und... Ja, Moment mal, wer hat den Hund denn da alleine gelassen? Ja, mein Vater quasi, der war alleine zuletzt in einem Haus, weil meine Mama ja ausgezogen ist. Ja, ja. Und ja, mein Vater hat dann irgendwann eine eigene Wohnung gefunden, wo er den Hund nicht mit hinnehmen konnte, weil der halt auch schon inkontinent und alles war, wirklich... Wie hat er denn den 12-jährigen Schäferhund ganz alleine in dem Haus gelassen? Ja, einmal am Tag gefüttert und so, wirklich erbärmlich, es ging gar nicht, ich konnte das auch nicht lange mit meinem Gewissen vereinbaren. Nun hat er mich dann irgendwann angerufen und meinte so, ja, weil ich ihn halt auch schon mehrmals darauf angesprochen habe, lass das mal machen. Ja, letztendlich hat er mich das alleine machen lassen, hat mir nur den Schlüssel halt unter der Fußmatte quasi versteckt. Was machen? Den Hund einschläfern. Den Hund einschläfern. Ja, und wie gesagt, ich bin mit 16 zu Hause raus, den Hund hatten wir halt 12 Jahre lang. Und wie gesagt, das ist ein Hund, es braucht ein Eifertier. Er war das Herrchen, weißt du, wie ich meine? Er die eigentliche Bezugsperson. Und er hat ihn so allein gelassen. Naja, und jetzt wiederholt sich das in dem Maß, ich habe gesagt, einen kleinen Bruder. Also der Vater ist eiskalt, das war jetzt die erste Anekdote, dass er sich zum Beispiel gar nicht mehr um das Tier gekümmert hat. Nothing, nur er selber. Ich muss zwar sagen, er hat zwar vorher psychosentechnisch schon so Probleme, ja. Aber er tut auch wirklich nichts gegen so irgendwie. Ich kenne mich da auf dem Sektor sehr gut aus, sage ich mal, weil meine Freundin auch lange Probleme hatte durch diverse Ursachen. Und so, was ist jetzt noch ein weiteres Beispiel dafür, dass der Vater eiskalt ist? So, mein kleiner Bruder, der wohnt, wie gesagt, bei meiner Mama. Und der juckt ihn halt auch gar nicht. Ich muss noch erwähnen, dass mein Paar jetzt mit einer Frau zusammen ist. Und das passt ihm ganz gut, weil meine Mama damals halt auch was mit einem jüngeren Kerl hatte und jetzt halt auch in der Beziehung ist.
dann, jetzt passt ihm das halt ganz gut, weil jetzt ist er auch in der Beziehung, das Mädel ist halt auch jünger wie er, 20 Jahre sogar, oder über 20 Jahre, mhm. hat halt einen 2-jährigen Sohn und die wohnen jetzt halt auch bei ihm, zwar mhm. er meint nur übergangsmäßig. Mhm. Und mein kleiner Bruder, wie gesagt, meine Eltern sind geschieden, er interessiert ihn gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, was heißt gar nicht? Es juckt ihn gar nicht. Wenn er ihn mal holt, dann spielt er mit ihm, die gehen zusammen alle auf dem Fußballplatz, sage ich mal. Mit ihm spielt er echt 10 Minuten, mit dem anderen spielt er halt 1,5 Stunden. Mhm. Er verschenkt das Spielzeug von meinem Bruder. Also er vernachlässigt ganz eindeutig seinen Sohn. Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt halt der Hammer. Meine Mama hat gestern einen Suizidversuch hinter sich. Mhm. Und tabellettentechnisch ist es zum Glück, sage ich mal, nicht so schlimm. Ist dann krankenwagentechnisch und so alles gut gegangen. Also sie hat Tabletten genommen? So eine 30er-Packung Paracetamol, 500er Schmerztabletten. Mhm. Also... ich weiß heute nicht, ob das von Haus aus klappen kann oder so irgendwie, weil ja doch kein Alkohol oder so ist mit dem Spiel. Warum hat sie das gemacht? Weil es vorher einen Familienstreit gab mit ihrem Bruder. Sie arbeitet halt im Familienbetrieb, da ist es halt auch eine ursüble Vorgeschichte, sag ich mal. Mhm. Ihre Eltern haben halt auch ziemlich einen Daumen drauf und es gab halt wegen irgendwas Streit. Ihr Bruder hat sie angefasst, meine Mutter ist momentan sehr labil. Also sie hat es gemacht, aber es ist Gott sei Dank fehlgeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber Fakt ist jetzt halt so, dass sie halt auf jeden Fall erstmal 6 Wochen Überwachung kommt in die Psychiatrie. In die Psychiatrie, ja. Um halt zu checken, ob das alles klappt. Problem ist, das Jugendamt hat halt sowieso schon ein Auge auf meinen kleinen Bruder. Mhm. So, und Fakt ist, da meine Mutter, sag ich mal, eh schon schwach eingestuft ist, weil mein Bruder ist jetzt auch in der Ganztagsschule, weil die auch meinen, dass meine Mutter das wohl nicht so hinkriegt, dass er halt auch nachmittags betreut wird und so. Ja, wie gesagt. Wie kommt dein Vater jetzt wieder ins Spiel? Jetzt kommt mein Vater ins Spiel, dass er mich auch mit dieser Situation, heute war er erst da, es lässt ihn eiskalt, er kommt hierher, erzählt dem Kleinen, wie schlecht meine Mutter ist, warum sie das gemacht hat, wie blöd und überhaupt, sieht wirklich dieser Rosenkrieg. Mhm. Und der Kleine möchte das gar nicht hören, da sitzt er wie ein kleines Häufchen Elend, sag ich mal, vor der Playstation und... Aber ich meine, du bist 23 Jahre alt, für die Zeit könntest du dich da jetzt... Ja, das Ding ist halt folgendes, ich muss jetzt diesen Job übernehmen. Mhm. Muss ich halt definitiv. Ja. Und wenn es ganz schlimm läuft, bleibt meine Mai auch länger in Behandlung und so. Mhm. Und ich bin 23 Jahre alt und ich sag mal auf gut Deutsch, ja, ich bin halt in der Phase, ich bin halt auch Musiker und ich lebe halt momentan Sex, Drugs und Rock'n'Roll auf gut Deutsch. So, sage ich es halt mal ganz einfach. Mhm. Ich liebe meinen Bruder über alles und ich würde auch alles für ihn aufgeben und alles für ihn machen. Mhm. Aber? Aber es ist halt echt wahnsinnig hart trotzdem, wie eiskalt mein Vater halt gut, dabei ist. Gut, verstehe ich. Gar keine Frage. Wir müssen gar nicht darüber streiten, dass dein Vater da massiv alles vernachlässigt, was er eigentlich, um was er sich ja kümmern müsste. Ja. Und dass er eiskalt ist, gebe ich dir völlig recht, nach dem, was du mir erzählt hast. Dennoch musst du jetzt einspringen. Ja, tue ich. Auf jeden wegen Fall. Musiker komm auf Volle, und komm auf Volle, ne? Weil ja. ich versetze mich halt auch in die Kleine. Ich bin halt ja. auch, ich bin angelernter Erzieher, ich muss halt leider mit aufhören. Ja. Aber Kids sind halt für mich alles halt so. Und dann halt noch der kleine Bruder, das ist eine ganz besondere Beziehung. Musst du es durchziehen jetzt? Ja, auf jeden Fall. Aber auch wenn es lästig ist für dich oder schwierig und du in deinem Alter, in deiner Lebensphase jetzt gar nicht was anderes machen würdest, aber es ist ja absehbar. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur es ist halt, wie gesagt, also dass mein Vater so knallhart und das andere Kind von dieser Frau, die, sag ich mal, vor einer Woche gerade erst bei ihrem Ex-Freund raus ist, er mit 56 Jahren, der müsste normalerweise in Behandlung, das würde ihm helfen. Mhm. Jetzt denkt er, diese Beziehung tut ihm gut und echt das Zimmer, was eigentlich dem Kleinen zusteht, von Amts wegen her, wenn er ihn halt besuchen will. Okay, was will man sich jetzt ärgern? Er ist jetzt, wie er ist. Und das ist zu verurteilen, dass er so ist. Ich würde mich da jetzt gar nicht mehr so reinsteigern, sondern würde einfach auf Distanz zu dem Typ gehen, weil er sich einfach miese verhält. Und mach du das Beste aus der Situation. Jetzt kümmere dich um deinen kleinen Bruder, um deine Mutter, wenn sie wieder raus ist oder besuch sie. Und ignoriert ihn einfach. Du wirst ihn wahrscheinlich jetzt sowieso nicht mehr ändern können. Vor allen Dingen nicht jetzt in der akuten Situation. Nee, vor allen Dingen auch in dem Alter. 56 ist er halt auch schon. Genau, ganz genau. Mhm. Da ist ja halt, ich sag mal, meine Freundin, die war zu dem Zeitpunkt zwischen 18 und 20, hat sich das hingezogen, 21. Ja. Und es ist ja halt körperlich die Geistigkeit auch so irgendwie, das ist ein jüngerer Geist, die hat auch Körper schneller... halt, sage ich jetzt mal, gut Deutsch so irgendwie. Ja. Und 56, da ist halt schon viel passiert und viel eingefahren. Natürlich, absolut. Bernd, dann wünsche ich gutes Gelingen, dass du die schwierige Zeit jetzt gut durchstehst. Ich danke dir, Und alles Liebe für deine Mama. Alles klar. Okay, tschüss Bernd. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt über das Thema eiskalt. Hier ist Ute und Ute ist 19 Jahre alt. Hallo Ute. Ja, hallo Domian. Hallo Ute. Du hast auch zu dem Thema angerufen heute Nacht bei uns. Ja, also ich bin so gesehen eiskalt der Männerwelt gegenüber. Ich bin zweimal vergewaltigt worden und stehe mittlerweile auf dem Standpunkt, dass wenn ich den Typen sehe, der mich zuletzt vergewaltigt hat, dass ich dann ihn umbringen könnte.
Wie alt warst du, als das zum ersten Mal passiert ist? 18. Und wann ist das letzte Mal passiert? Vor einem halben Jahr. War es derselbe Mann? Nein, es waren zwei verschiedene. Das erste Mal war es mein damaliger Freund, mit dem ich 2 Jahre zusammen war. Mhm. Und beim letzten Mal war es ein angeblicher Bekannter, bei dem ich mir eigentlich nur Trost suchen wollte. Mhm. Und der die Situation ausgenutzt hat? Und gewalttätig geworden ist. Er hat mich auch zweimal krankenhausreif geprügelt, sodass ich hinterher auf der Intensivstation lag. Der letzte? Mhm. Der hat dich zweimal krankenhausreif geprügelt? Ja. Wobei du ja gar nicht mit dem zusammen warst, ne? Oder doch? Nein, ich war nicht mit dem zusammen. Das war so eine anfänglich so eine Freundschaftsgeschichte. Ja. Und warum hat er dich so verprügelt, dass du auf die Intensivstation gekommen bist? Der war eifersüchtig, weil dem sein Bruder Geburtstag hatte. Geh mal ein bisschen näher mit dem Mund ans Telefon, dann verstehe ich. Also, der war eifersüchtig. Ja, der war eifersüchtig. Sein Bruder hatte Geburtstag. Mhm. Und hinzu muss ich sagen, dass der Typ, der mich vergewaltigt hat, Alkoholiker war. Mhm. Und eben halt sehr schnell ausgerastet ist. Mhm. Und das erste Mal hat er mich in unserer Wohnung zusammengeschlagen, weil ich wohne bei meiner Mutter. Mhm. Und da hat er mich mit einem Barhocker zusammengeprügelt. Einfach so, weil er eifersüchtig war, obwohl er doch gar keine Veranlassung hat, eifersüchtig zu sein, weil ihr ja gar nicht zusammen seid. Ja. Einfach so. Ja, es ist wie ein Knopf gewesen, der sich eingeschaltet hat und... Mit einem Barhocker? Mhm. Hat er auf dich eingeschlagen? Ja. Auf den Kopf? Ja, Kopf und Oberkörper, also. Und dann warst du so schwer verletzt, dass du dann ins Krankenhaus gekommen bist? Ja, also meine Mutter, die arbeitet im Nachtdienst. Und die hat meinen Vater angerufen, weil die das mitgekriegt hat. Mhm. Mein Vater kam vorbei, hat die Polizei gerufen. Mhm. Und die haben direkt kam mit Krankenwagen, dann bin ich auf die Intensivstation gekommen. Mhm. Welche Verletzung hattest du? Ich hatte eine komplette Sternenprellung, der ganze Oberkörper, der war gequetscht. Mhm. Mhm. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Ich bin auf eigene Verantwortung nach 3 Stunden wieder nach Hause gegangen. Nach 3 Stunden schon wieder? Ja. Weil ich habe zu Hause auch 2 Hunde und ich hatte Angst um meine Hunde. Mhm. Das liegt ja jetzt noch gar nicht so lange zurück. Mhm. Aber er hat dich zweimal zusammengeschlagen, sagst du? Ja, also das war einmal nachts um 4 Uhr und dann am nächsten Abend, also am gleichen Tag eigentlich. Was ist denn da los, Mensch? Der schlägt dich zweimal zusammen und er hat dich vergewaltigt. Ja. Und er hat dich wirklich vergewaltigt. Wir wollen vorsichtig mit dem Begriff sein. Also du sagst, er hat dich vergewaltigt. Ja, er hat mir die Kleider vom Leib gerissen, also ich zusammengeschlagen und ist auch in mich eingedrungen. Mhm. Warum hast du ihn nicht angezeigt? Weil ich mich nicht getraut habe, mit jemandem darüber zu reden. Mhm. Wie lange hast du den jetzt nicht gesehen? 1,5 Monate. Mhm. Wohnt der bei dir in der Gegend? Nee, ich bin jetzt umgezogen, er wohnt jetzt nicht mehr bei mir in der Nähe. Ja, hast du denn noch Angst, dass er dir irgendwie über den Weg laufen könnte, oder? Natürlich habe ich Angst, weil er ihn halt auch viele von meinen ehemaligen Freunden kennt. Mhm. Und die ihm auch ohne Probleme sagen könnten, wo ich wohne. Mhm. Wem hast du das eigentlich jetzt schon erzählt? Nur meiner Mutter. Und was hat die Mutter gesagt, was hat die dir geraten? Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich zur Polizei gehen soll und ihn anzeigen soll. Mhm. Aber ich traue mich nicht so wirklich, weil es halt sehr schlimm für mich ist. Ja. Das dann so bei der Polizei zu erzählen, meinst du? Ja. Oder hast du auch Angst vor ihm, wenn du ihn anzeigst? Nein, vor ihm habe ich keine Angst mehr. Für ihn hast du keine Angst mehr? Nein. Mhm. Weißt du, dann hätte, finde ich ja, dann hätte er es aber sehr verdient, dass du ihn anzeigst. Mhm. Dir geht's ja jetzt immer noch, verständlicherweise, seelisch, sehr schlecht, nachdem was vorgefallen ist. Ja, ich traue mich auch nicht mehr aus der Wohnung raus. Glaube ich. Hinzu kommt, dass ich einen Herzklappenfehler habe und auch keine Medikamente nehmen darf, weil ich auf jedes Medikament allergisch reagiere. Ach so. Mhm. Ich kann auch nachts nicht schlafen, wenn meine Mutter nicht da ist. Und so. Was machst denn du vom Beruf? Gar nichts. Gar nichts. Also das heißt, aber vorher auch schon nichts gemacht, vor dem Vorfall? Nein, ich bin vor dem Vorfall bin ich noch zur Schule gegangen, zur Abendschule. Ach so. Und das heißt, du hast die Abendschule abgebrochen durch diesen Vorfall, durch diese Vorfälle? Ja.
Das heißt, das hat ganz gravierende Folgen für dich, auch für deine Zukunft jetzt. Ich weiß, ich will jetzt ab September auch wieder zur Schule gehen. Ich habe eine andere Schule jetzt gefunden. Mhm. Und ab September werde ich dann auch meinen Abschluss wieder machen. Mhm. Pass mal auf, Ute, ich kann gut verstehen. Erstmal finde ich das sehr mutig von dir, dass du hier anrufst und das hier erzählst. Und auch mir, der ein fremder Mensch ist für dich, dass du das hier erzählst. Das finde ich sehr mutig. Und du musst dich beileibe nicht schämen, denn er ist der Täter, er ist das Schwein. Er hat dir schlimme Sachen angetan. Du kannst dafür überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ich kann aber dennoch verstehen, dass es dir vielleicht unangenehm ist, zur Polizei zu gehen. Aber ich fände es ganz wichtig, dass du nach außen trittst. Dieses ist ja jetzt schon der erste Schritt gewesen, den du hier angerufen hast. Mhm. Wir werden gleich mal gemeinsam versuchen, dir ein wenig zu helfen. Ich fände gut, wenn du zu einer Beratungsstelle gehen würdest oder zu einem Therapeuten oder wenn du dich mit einem Frauenhaus in Verbindung setzen würdest. Das müssen wir mal gleich gemeinsam überlegen. Ja. Und dass du dann gemeinsam mit den Leuten, zu denen du dann Vertrauen fasst, dann könnt ihr Schritte überlegen, Stichwort Anzeige und so weiter. Dann ist es für dich einfacher, so vorzugehen, als jetzt quasi aus der Verletzung heraus direkt zur Polizei. Das können manche Frauen nicht und das muss man auch respektieren. Aber ich finde, du solltest etwas machen. Auch für dich selbst, damit dir jemand hilft, deine Seele wieder ein bisschen so ins Lot zu kriegen. Weil du bist ja völlig, völlig erschüttert, was ja auch verständlich ist. Wäre ich auch an deiner Stelle. Du hast ja auch schlimme Dinge erlebt. Und wenn du sagst, ich bin eiskalt Männern gegenüber, kann das jeder verstehen, nach dem, was du erlebt hast. Ja, es war ja nicht nur Inhalt diese Vergewaltigung. Es fing ja schon an, wo ich 7 Jahre alt war. Da bin ich das erste Mal fast vergewaltigt worden von einem Nachbarn. Mhm. Und dann mit 12 von einem Bekannten der Familie. Mit 13 von meinem Halbbruder. Also es ist eine ganze Menge, kommt da zusammen. Ja. Gerade in diesem Bereich. Und vor 2 Monaten bin ich mit einem Messer attackiert worden, war auch ein Junge. Mhm. Also, wir machen jetzt Folgendes. Du legst bitte jetzt auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Und die Elke wird dir dann ein paar sehr, sehr gute Tipps an die Hand geben und Adressen und Telefonnummern, was du weiter tun sollst, okay? Ja, vielen Dank. So machen wir das. Und nochmal, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute von Herzen und du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, dankeschön. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Ute. Und hier ist die Julia. Und Julia ist 23 Jahre alt. Auch zum Thema eiskalt. Hallo Julia. Hallo Domian. Ja, schön, dass ich mal bei dir durchgekommen bin. Versuch's schon ewig so. Und dann gleich zu einem Thema, was unter Umständen heftig sehr ist. Gut. Erzähl. Und zwar ist das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter seit einigen Monaten eiskalt, was mich ziemlich fertig macht. Seit einigen Monaten erst? Ja, erst. Vorher war es besser? Ich sag mal, es war noch nie so das töfte Verhältnis. Aber es war immer so, ja, eigentlich ganz in Ordnung, sag ich mal so. Und warum ist es jetzt seit einigen Monaten eiskalt? Ja, pass auf, ich habe, seit ich laufen kann, quasi auf dem Pferd gesessen. Und hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich habe es halt auch beruflich gemacht. Ich habe meine Ausbildung als Bereiterin gemacht. Als Bereiterin? Ja, als Berufsreiterin. Als Berufsreiterin? Sowas gibt es. Ach, was macht eine Berufsreiterin? Ja, junge Pferde einreiten, Problemfälle korrigieren, sowas halt. Ja, ich höre schon die ganzen Jungs grölen zu Hause. Sprechen von Pferden, ne? Ja, wir sprechen von Pferden. Ganz genau. Echt, das ist ein richtiger Beruf? Das ist ein Beruf, ja. Es muss ja auch solche geben. Ne? Ja, aber in Amerika oder so könnte ich Monty mir das vorstellen. Monty Roberts, ja genau, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Ja, aber dass es in Deutschland gibt? Doch, sowas gibt es. Hier müssen eben junge Pferde auch eingeritten werden. Ganz genau. So, ne? Und, so. Ja. Ja, und ich mache das seit ich 6 bin und ich habe immer meine eigenen Pferde gehabt und meine Mutter hatte immer unheimlich viel Spaß daran. Mhm. Die hat auch mal selber versucht zu reiten, aber hat das dann nicht so ganz auf Kette gekriegt und ich denke mal, dass sie einfach so ihre Träume jetzt anfängt auf mich zu projizieren. Und jetzt ist es halt so gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, jo, ich mache die Ausbildung, weil das ist das, was ich kann, das ist das, woran ich Spaß habe. Und dann habe ich aber jetzt in den 3 Jahren Ausbildung gemerkt, es ist schön, so als Hobby und nebenbei, aber so hauptberuflich 12 Stunden am Tag ist es nicht. Ich habe einfach zu viel Spaß noch am ganzen Leben drumherum und das wäre dann komplett abgeschaltet.
Ja, und ich habe die Ausbildung aber zu Ende gemacht. Ich habe mich dann noch durchgebissen und habe auch die Abschlussprüfung gemacht im Juni. Ja. Und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, so, das war's. Aha. Ich mache es weiter hobbymäßig, aber ich möchte es nicht beruflich machen. Jetzt muss ich mal fragen, du bist 23. Ja. Die Ausbildung hat 3 Jahre gedauert, sagst du? Ganz genau. Was hast du vorher gemacht? Schule, Fachabitur. Ach so, die ganze Palette. Ja, sowas. Mhm. Und jetzt bist du Diplomierte oder Einreiterin? Ganz oder? Genau. So, ja, heißt das so? So kann man das sagen, ja. Okay. Ja. Zur Mama gegangen, hier, es ist doch nicht mein Ding. Ganz genau. Meine Mutter kann das überhaupt nicht akzeptieren. Gar nicht. Also meine Mutter fing dann an, sie hat sich doch so schön vorgestellt, dass ich mich selbstständig mache, mir irgendwo einen eigenen Hof baue oder was. Mhm. Und da den ganzen Stall voller Pferde habe und sie konnten mir Tag ein, Tag aus helfen, weil sie war immer schon, also sie hat mich ja immer zum Turnier gefahren, hat mir immer geholfen, das war echt meine rechte Hand so. Ja, das ist wirklich so ein Fall, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Dass sie ihre Träume, die sie nicht verwirklichen konnte, in dir hoffte, jetzt endlich zu verwirklichen. Ganz genau, ja. Und das ist so quasi das Einzige, was er gehabt hat so im Leben. Mein Vater ist selbstständig, der fährt die ganze Woche LKW. Mhm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht gar nichts. Und ist nur am Wochenende zu Hause. Ja. Ja, und das ist so das, was meine Mutter so hatte. Wir hatten ein Pferd zum Schluss jetzt noch. Mhm. Alle anderen haben wir während der Ausbildung schon verkauft. Ist das nicht auch ein tierisch teures Hobby? Ja. Wenn du sagst, dein Vater fährt Lastwagen, dann habt ihr da wahrscheinlich auch nicht so viel Kohle zu Hause, oder? Ja, es ging, sag ich mal so. Also es ging anfangs. Mhm. Vor allem haben wir das dann immer noch so ein bisschen reingekriegt. Wir haben uns junge Pferde gekauft, ganz junge, die noch nicht eingeritten waren. Ich habe die dann eingeritten, ausgebildet und dann haben wir die für viel Geld wieder verkauft. Verstehe. Mhm. Ja, und dann, jetzt ist natürlich für meine Mutter so eine Welt zusammengebrochen. So eine Welt zusammengebrochen. Ja, natürlich. Sie hat jetzt nichts mehr. Verstehe. So, das eine Pferd, was wir noch hatten, hätten wir für viel Geld verkaufen können. Meine Mutter will es aber nicht verkaufen. Mhm. Sie möchte da rumtüdeln, obwohl sie selber nicht reiten kann. Mhm. Sie möchte putzen und was sie alles da machen möchte. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich meine, ich kann auch nicht reiten. Aber wenn man so viel Spaß daran hat und sie hat dich über so viele Jahre begleitet in diesem Metier, da kann man das doch lernen. Also schwer ist es doch wohl auch nicht. Aber sie sagt, sie ist zu alt dafür. Wie alt ist sie denn? Sie ist jetzt 52. Ach Quatsch. Ja, es kommt ja noch besser. Das ist ja alles noch harmlos. Wie gesagt, es ist ja so, am Anfang, dann bin ich mit meinem Freund zusammengezogen jetzt, weil ich halt den ganzen Druck so nicht mehr ausgehalten habe, weil sie halt immer gesagt hat, ich verstehe das nicht. Mhm. Und meine Mutter war schon immer so, die hat mich halt, wenn sie sauer auf mich war, links liegen lassen. Mhm. Und das ist ja so das Schlimmste, was man so... Was einem Kind passieren kann. Ja, und was mir, also für mich persönlich ist es halt auch so, Gleichgültigkeit ist so das Schlimmste, was man mir antun kann. Jetzt so, sag auch mir bei mal meinem Partner, das ist das Schlimmste für mich. Damit ich es noch besser verstehe. Du hast jetzt der Mama gesagt, ich möchte das nicht hauptberuflich machen. Ganz für genau. Sie ist eine Welt zusammengebrochen und seit ein paar Monaten ist das Verhältnis zwischen euch sehr erkaltet. Ja. Was hast du denn deiner Mutter gesagt, was du stattdessen jetzt tun willst? Ich habe gesagt, ich möchte wirklich erstmal in Ruhe gucken, mich umorientieren. Mhm. Also ich bin selber, ich habe mir jetzt einen Hund gekauft, ich wollte jetzt gucken, dass ich in dieser Richtung, ich bin so eine Tierflüsterin. Hundetrainerin vielleicht. So, vielleicht. Ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt so, dass meine Mutter jetzt anfängt, also ich wohne jetzt bei meinem Freund und entweder meldet sie sich monatelang gar nicht, womit ich eigentlich noch besser klarkommen würde, wenn nicht zwischendurch SMS kommt, mitten in der Nacht um 2:30, ich nehme jetzt ein paar Schlaftabletten, weil Schlafen ist ja so schön. Ich bringe mich um, du hast mir meine Träume zerstört. Oh nein, ehrlich? So SMS kommen. Das weißt, aber, und damit das, soll ich klarkommen. Ja, das ist aber wirklich schlimm. Wie reagierst du darauf? Ja, gar nicht. Ich mache dann meinen Partner wach und erzähle ihm das. Und rufst du dann an? Oder? Nee, ich rufe da nicht an. Weil du genau weißt, dass die macht das sowieso nicht. Die will mir nur ein schlechtes Gewissen machen. Irgendwie. Ganz genau. Das ist aber schon mies. Aber und dann hat sie den Knaller, den sie gebracht hat. Ich bin ja, wie gesagt, arbeitslos gemeldet. Und dann hat sie, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu dem jungen Mann, der halt im Arbeitsamt für mich zuständig ist. Und der kam einen Tag an und sagte zu mir, sagte, hast du eigentlich irgendjemanden gegen dich stehen? Ist irgendeiner sauer auf dich? Sag ich, nee, sei eigentlich nicht. Dann sagte er, wie kannst du dir das denn hier erklären? Und dann hat er mir einen Brief gezeigt, anonym, wo halt drauf steht, bitte kontrollieren Sie, ob Frau sich wirklich um Arbeit bemüht oder ob sie nur auf der faulen Haut liegt. Und das war die Schrift meiner Mutter. Ich lege die Hand dafür ins Feuer. Aber da hört der Spaß ja dann schon. Das geht doch nicht. Die kann mir doch nicht so Steine in den Weg legen. Nee, das finde ich. Wenn ich nicht so einen töften Sachbearbeiter da hätte, dann hätte aber ich, weiß nicht. Spätestens danach hätte ich die aber aufgesucht und hätte sie zur Rede gestellt. Sie sagt, sie war es nicht.
Und ich habe den Brief meinem Bruder gezeigt. Er sagt, auch das ist die Handschrift von Mama. Nein, ich erkenne das. Ich bin 23 Jahre alt. Ich kenne die Handschrift von meiner Mutter. Also sowas zu machen, finde ich ganz mies. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Nachts eine SMS der Tochter zu schicken, du machst mir meine Träume kaputt, ich nehme Schlaftabletten, ist auch ganz mies. Die Frau ist 51 Jahre alt, und da muss sie das, also wirklich, 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 sie muss jetzt schlucken, dass ihre Tochter einen anderen Weg einschlagen möchte, so als den sie gerne hätte eingeschlagen. Ja, aber ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Weißt du, manchmal denke ich mir ja, vielleicht mache ich es einfach weiter. Nur damit sie halt nein. Nur dann denke ich mir auch wieder, dann mache ich mein Leben kaputt. Nein, gar keine Frage. Also da muss sie wirklich erwachsen genug sein, um das auch zu akzeptieren und zu schlucken. Ja, das ist nicht. Und sich so dagegen zu wehren, ist so klein und so mies, dass man ja eigentlich gar kein Wort mehr dafür hat. Ich würde ihr wirklich das Schlimmste androhen, nämlich den gesamten Kontakt abzubrechen, wenn sie sich da nicht am Riemen reißt. Ja, aber das möchte ich doch auch nicht. Ja, aber was willst du denn machen? Sie macht dir das Leben zur Hölle. Sie benimmt sich ja ganz schlecht. Sie benimmt sich wirklich völlig daneben. Finde ich. Ich meine, du bist ja nicht irgendwie ungeraten oder so. Du hast deine Sache durchgezogen, du hast sogar deinen Abschluss gemacht. Und hast jetzt gesagt, das ist doch auch völlig normal, du bist 23, erst, dass man sagt, nee, das ist nicht mein Ding, ich suche mir noch einen neuen Weg. Eigentlich könnte sie sogar stolz auf dich sein. Ja, aber das ist so, weißt du, dann ist auch noch das Problem, sie ist halt krank, sie hat halt Zucker und von ihrer Freundin, der Mann ist vor ein paar Wochen an der Unterzuckerung gestorben. Mhm. Und dann schreibt sie mir auch, ich glaube am selben Wochenende war das noch, wo sie mir dann eine SMS schreibt, der Rudi ist an Diabetes gestorben, wäre ich doch auch mal so tot und das also so einfach einschlafen, das wäre ja so schön und dann hätte ich ja keine Probleme mehr. Mhm. Ja, aber hallo, was soll ich denn dazu sagen? Mhm. Macht mich als Außenstehender wirklich richtig wütend, dass deine Mutter dir sowas schreibt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also so, das ist ja Erpressung bösester und infamster Art. Du stehst da und heulst und weißt gar nicht, du liebst deine Mutter auf der einen Seite und hast jetzt ein schlechtes Gewissen und willst aber dein Ding auch machen und weißt gar nicht, was du tun sollst. Damit macht sie dich, die macht dich ja kaputt damit. Die macht dich ja fertig. Du kannst die Härte nicht aufbringen und radikal sagen, pass auf, lass mich in Ruhe. Ja, können würde ich schon, aber ja, das tut mir ja auch weh dann so. Mm. Und wenn du sie bewegen, könntest du sie bewegen, dass sie sich irgendwo Hilfe holt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da wird die mich für komplett bescheuert halten. Da wird die sagen, du bist diejenige, die hier, weiß nicht, und ich habe wirklich mit mehreren Leuten jetzt schon drüber gesprochen. Ich habe mit meinem Partner drüber gesprochen, ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen, die meine Mutter und mich sehr gut kennt, damit man nicht nur so objektive Meinungen hört. Und die sagen alle so, das liegt nicht an dir, aber ich mache mir natürlich selber unheimlich Vorwürfe. Gibt es, auch. Lass uns mal gemeinsam überlegen noch. Gibt es einen Menschen in eurer Umgebung, in ihrer Umgebung, den sie sehr respektiert? Ja, sicher. Wen? Einen Verwandten? Eine Freundin. Eine Freundin. Wie gesagt, die Freundin, von der Mann jetzt leider verstorben ist. Die kenne ich auch schon, seit ich 4, 5 bin. Und wenn du die noch intensiver ins Gespräch nehmen würdest? Ja, ich habe Angst davor. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Angst davor. Mein Partner sagt auch immer, ich komme mit und... Warum? Weil wir sprechen zu viert. Ich habe Angst davor. Ja, du kannst ja das erste Mal alleine mit dieser Freundin von deiner Mutter sprechen. Gibt es noch jemanden? Gibt es einen Pastor oder einen Arzt oder irgendeinen älteren Verwandten noch, den sie sehr respektiert? Mein Bruder vielleicht, meinen Großen. Ich würde erstmal die Leute, von denen ich annehme, dass meine Mutter großen Respekt vor denen hat, die würde ich einspannen. Ja. Dass quasi von allen Seiten auf sie eingeredet wird. Dass man sie ein bisschen auf eine Bahn wieder kriegt. Dass sie, vielleicht kapiert sie ja gar nicht im Moment, was glaube ich auch. Ja, die ist vielleicht selbst so gekränkt und verbittert schon. So verbittert, ja. Und schlägt einfach so um sich und weiß gar nicht, was sie da anrichtet. Deswegen ist es so gut, wenn Leute ihr das klar machen könnten, die sie wirklich ernst nimmt und respektiert. Ja. Das schafft ihr alleine offensichtlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne. Sag mir doch nochmal, was die Angst ausmacht mit dieser Freundin, dass du alleine mit der Freundin sprichst. Ja, ich sag mal so, ich bin unheimlich, ja, ich nenne es mal durch meine Mutter beeinflussbar. Mhm. Also ich weiß ganz genau, wenn die vor mir steht und eine halbe Stunde auf mich einredet, sage ich, ja, du hast recht. Mhm. Das war schon immer so. Ich habe immer,
Ich habe auch so unheimlich das Problem, dass ich jegliche Schuld auf mich beziehe, auch in der Beziehung, wenn irgendwas schief geht. Ich bin schuld, weil ich das immer so eingeflößt gekriegt habe, weißt du, so von klein auf so. Pass auf, Julia, jetzt ist unsere Sendung gleich zu Ende. Wir rufen dich aber nochmal an. Ja. Vielleicht kriegen wir noch eine genauere Strategie hin, okay? Alles klar, Domian, danke dir. Bis gleich, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nochmals vielmals um Entschuldigung bitten wir euch wegen der technischen Probleme. Das war's für heute in der Technik. War Martin Trux, morgen 1 Uhr Radio 1 Live in der Regel Fernsehen. Tschüss.